An unserer Fakultät gibt es seit mehreren Jahren ein Seminar Überbringen schlechte Nachrichten für Medizinstudenten und es gibt vergleichbare Veranstaltungen für Ärzte, die klinisch tätig sind. Überbringen schlechte Nachrichten ist Teil des ärztlichen Alltags. Heute soll es darum gehen, dass ein Kind verunglückt ist, einen schweren Verkehrsunfall hatte und auf eine Intensivstation aufgenommen wurde, um dort versorgt zu werden. Stellen Sie sich vor, Sie sind Arzt auf der Intensivstation, das Kind ist gerade versorgt, die Eltern kommen, sie möchten wissen, was los ist. Ihre Aufgabe besteht darin, mit beiden Eltern ins Gespräch zu kommen. Sie geben die ersten notwendigen Informationen. Die Eltern sind mit Sicherheit durch diese Situation schockiert und sie sollten sich bemühen, erste Emotionen aufzufangen. Das Gespräch kann kurz sein, es werden weitere Gespräche folgen und folgen müssen. Das Gespräch muss nicht perfekt sein. Da ist ein Intensivstation. Rein dürfen nicht, gell? Nein. Ich hab geklingelt. Ja. Siehst du was? Kommt jemand? Doch. Mal nochmal läuten? Jetzt kommt jemand. Okay. Ja, bitte? Fischer ist unser Name. Ach ja, richtig, Sie sind die Eltern von Lukas. Kommen Sie bitte mit rein. Danke. Danke. Ich suche einen Arzt. Können Sie Platz nehmen hier? Danke. Das war die von vorher, gell? Ja, schon. Ja, das ist ein Arzt. Hallo. Mein Name ist Dr. Fischer. Hallo. Ich bin der diensthabende Arzt hier. Ja, was ist denn passiert? Ist die Vergiftung oder was war das? Wir wissen es nicht. Es die hieß Polizei ein Verkehrsunfall oder so. Wie war Ihr Name? Fischer. Lukas. Ah, ach so, ja. Das war der Unfall. Verkehrsunfall. Ja, wir sind von der Polizei genau. benachrichtigt worden, der ist dass jetzt wir hierher kommen. Gerade, der ist intubiert. Ist was? Was heißt das? Koma versetzt. Also er, ja, Moment. Er wird beatmet. Aber er ist tot jetzt, oder wie? Nein, der ist nicht tot. Also er hat Schädelhirntrauma, Suprarachnoidalblutung, Thoraxkompression und ich verstehe, Fraktur. Was ist los? Das ist, was ist denn jetzt passiert eigentlich? Also es war ein Verkehrsunfall, schon ein schwerer Unfall eigentlich. Und, ja, also lebt er oder lebt er nicht? Ja, er lebt schon, aber es geht ihm jetzt nicht gerade gut, würde ich sagen. Also, er ist schon schwer verletzt. Wird er denn jetzt gesund wieder oder stirbt ja. er jetzt gleich? Ich meine, Sie können uns hier jetzt nicht so sofort. Abfertigen. Also da werden wir uns drum kümmern. Also da ist halt eine Sonde im Kopf und die Brüche sind. Können Sie mal einfach sind fragen, versorgt. Um was es geht? Also es ist halt auch gerade von der Zeit her schlecht. Es wäre besser, wenn vielleicht. Ach ja, das ist ja interessant, dass es für Sie schlecht ist. Für uns ist es vielleicht auch ja, schlecht. Unser Sohn ist hier. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ja, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die hier sind. Ich verstehe schon, dass Sie sich jetzt Sorgen machen. Kind. Ja, ich verstehe schon, dass Sie sich Sorgen machen, aber wir machen alles, was in unserer Macht steht. Also wir kümmern uns da schon gut drum, müssen sich keine Sorgen machen eigentlich. Ich weiß gar nicht, also, was können wir geht. Jetzt zu Ihnen? Ich meine, wir müssen zu unserem Sohn jetzt. Sie müssen, doch irgendwie. Ich rede mal mit den Ärzten noch, mit den anderen Kollegen und ich werde Sie dann informieren, was Sie. Also wenn Sie dann der Wahl hier noch Platz nehmen würden. Ich möchte mal was sehen. Ja, ich verstehe schon, aber Sie können jetzt nicht einfach da rein, weil das sind auch andere Patienten. Also was passiert denn? Muss er jetzt operiert werden oder was ist denn jetzt los? Das wird jetzt alles noch im Laufe der nächsten Stunden entschieden und dann können wir Ihnen Bescheid sagen. Ja, und wann können wir Stunden? Was sollen wir jetzt muss machen? Muss ich jetzt ja, also Stunden das, hier warten? Ja, das, ohne, dass ich, das sind jetzt dass keine ich... Sachen, die man sofort von jetzt auf zack entscheiden kann. Also da müssen Sie schon ein bisschen Geduld mitbringen, leider. Gell? Also, können Sie lustig. Mal ein bisschen konkreter werden? Was wollen Sie denn wissen? Was mit unserem Sohn, Lukas, los ist? Worauf müssen wir uns einstellen? Was? Also Sie müssen, schaut nicht gut aus, ja? Also Sie müssen sich, bereiten sich auf alles vor. Was? Theoretisch müssen Sie sich von A bis Z auf alles vorbereitet sein, auch aufs Schlimmste. Aber ich kann Ihnen das jetzt natürlich nicht so genau sagen, aber rechnen Sie mit allem. Also aber das wird sich halt, wie gesagt, in den nächsten Stunden zeigen, was Sie machen. Und ja, dann möchte ich jetzt aber zu meinem Kind. Sie müssen jetzt leider warten, also ganz kurz. Was heißt denn ganz kurz? So 5 Minuten, 10 Minuten, bis ich mit den Kollegen geredet habe und dann können Sie dann wahrscheinlich schon gerne reingehen. Also das wäre dann kein Problem. Aber ich muss mir jetzt die Zeit jetzt lassen, dass ich mir jetzt ja, dann machen kümmere Sie mal. Und dann. Gell? Also ich melde mich dann wieder. Ja. Okay. Was ist jetzt? Was ist denn das für einer? Wenn die alle so sind hier? Um Gottes Willen. Das ist schrecklich.
Wie war es für Sie als Arzt? Also, ich sollte ja ein bisschen gestresst wirken. Ich habe mich ein bisschen unter Druck gefühlt, als die Eltern aufgestanden sind. Und ja, die wollten ja schon genau wissen, was passiert ist. Und es war dann schon schwer, mit der Zeit drumherum zu reden. Aber ich denke, es ging ja ganz gut, die abzuweisen. So. Also, das hat ganz gut funktioniert. Aber man hat sich irgendwie unwohl gefühlt dabei, auf jeden Fall. Wie ist es Ihnen als Eltern ergangen? Schwierig. Also schwierig in allen Bereichen. Irgendwie einerseits nicht zu überreagieren. Am liebsten wäre man dem Arzt so ein bisschen an die Gurgel gesprungen. Ja. Aber ja. Also man hat überhaupt keine Informationen gekriegt. Ja. Also es war eine Frage gestellt und man ist einfach nur abgewiesen worden. Also in der Realität, glaube ich, wäre ich ausgerastet. Ich habe jetzt ein Beispiel dafür gesehen, wie Gespräche häufig geführt werden auf Intensivstationen. Es ist alles in Eile, es gibt keinen Raum, an dem man sich unterhalten kann. Das ist nicht günstig. Wie kann es besser laufen? Ich muss mir die Mühe geben, Zeit und Raum eben frei zu machen. Ich brauche eine ruhige Situation, eine ruhige Gesprächssituation, in der ich den Eltern einen Platz anbiete und mich hinsetze, in der ich mich vorstelle mit meinem Namen und meiner Funktion. Ich gebe Informationen in kleinen Portionen. Allein die Situation ist schockierend für die Eltern. Ich gebe ihnen Zeit. Ich könnte ihre Emotionen ansprechen, dass sie schockiert sind, traurig, wütend, ratlos, hilflos. Ich frage sie, was sie verstanden haben. Es ist nicht möglich, eine längerfristige Prognose abzugeben. Es geht nur von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag. Ich beschreibe, wie Ihr Kind aussieht, wenn Sie es gleich sehen werden. Ich gebe Ihnen die Perspektive, wann wir weitere Gespräche führen werden und wie es mit dem Kind weitergeht. Und dann gehen wir möglichst gleich zum Kind. Mit Arzt. Ich glaube schon. Ja. Hallo, guten Tag. Amir ist mein Name. Ich bin der Dienststelle Stationsarzt. Sie sind die Eltern von Lukas, ja? Lukas Fischer, genau. Ich würde Sie eigentlich bitten, zu mir ins Zimmer zu kommen, dann können wir alles in Ruhe besprechen. Lebt er? Gottes Willen, ich kann Sie beruhigen. Also, er ist am Leben, aber für alles Weitere würde ich Sie bitten, am besten im Zimmer mit mir das zu besprechen, dann wäre es ein bisschen ruhiger. Okay. Sie bitte Platz nehmen. Was ist denn jetzt passiert? So, wie gesagt, mein Name ist Dr. Miri. Ich bin der diensthabende Stationsarzt. Und wir haben heute in der Früh Ihren Sohn, den Lukas, aufgenommen. Er hatte einen Verkehrsunfall auf dem Weg zur Schule. Ja, das haben wir gehört. Ist von einem Wagen angefahren worden und dann so schnell wie möglich zu uns ins Krankenhaus gebracht. Was ist denn passiert? Worden? Ich meine, er ist angefahren worden von einem Wagen. Genau, ich würde jetzt sagen, ich erkläre Ihnen erstmal, wie der Zustand im Moment ist. Und dann können Sie gerne noch Fragen stellen und dann würde ich sagen, gehen wir am besten zu Ihrem Sohn hin. Ja, also, aber er lebt. Er ist am Leben, ja. Die Sache ist so, er hat schon schwere, also ernste Verletzungen mitgenommen. Er hat eine schwere Kopfverletzung. Was? Eine schwere Kopfverletzung. Lassen Sie mich am besten noch erklären, was er alles hat. Eine schwere Kopfverletzung, er hat eine Quetschung am Brustkorb. Oh Gott. Und er hat den Unterschenkel gebrochen. Also ich kann sagen, der Zustand ist im Moment stabil. Wird er das schaffen oder was müssen... Also sein Zustand ist im Moment stabil, also wir beatmen ihn künstlich und haben ihn in einen künstlichen Schlaf versetzt. Also er hat eine Kopfverletzung und er ist im Koma? Er hat eine Kopfverletzung und ist in einen künstlichen Schlaf versetzt worden, damit sein Zustand stabil bleibt. Wir wollen halt den Kreislauf und die Atmung stabil halten, damit seine ganzen Organe und das Gehirn gut versorgt werden können. Und damit halt dann langsam der Heilungsprozess starten kann. Aber bleiben da Schäden oder was wird da passieren dann? Ich kann Ihnen keine Prognose machen,
wie das weiter verlaufen wird. Ich kann Ihnen nur sagen, dass im Moment sein Zustand stabil ist. Aber er wird wieder gesund. Ich kann Ihnen, wir können nur die Voraussetzung schaffen, dass die Heilung beginnt. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wie lange die Heilung dauern wird. Ob es da Verzögerungen gibt. Prinzipiell ist das alles möglich. Ich weiß, dass es für Sie jetzt natürlich eine schreckliche Situation ist, was ich Ihnen jetzt hier alles erzähle. Was sollen wir jetzt machen oder was können wir tun oder was? Erstmal würde ich gerne wissen, ob Sie soweit verstanden haben, was jetzt mit Ihrem Sohn passiert ist. Dass er sterben kann, dass er eine Kopfverletzung hat. Was ist mit der? Es ist natürlich ein ernster Zustand, ein lebensbedrohlicher Zustand. Aber ich würde jetzt, also ich kann Ihnen nicht sagen, dass er sterben wird. Ich kann nur sagen, dass eben nicht gewiss ist, wie das weiterverlaufen wird. Auf jeden Fall schaffen wir die Voraussetzungen, dass die Heilung beginnen kann. Und wann wissen Sie was? Oder was passiert jetzt weiter? Das wird jetzt so verlaufen, dass wir von Tag zu Tag entscheiden, welche Schritte unternommen werden müssen, damit sich eben seine Lage verbessert. Sie werden natürlich über alles in Kenntnis gesetzt. Und wie lange dauert das? Oder? Darüber kann ich Ihnen leider keine Aussage machen. Also der Anfang ist gemacht. Wie das weiterverlaufen wird, das wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Und wir tun halt alles, um seinen Zustand zu verbessern. Aber es besteht die Möglichkeit, dass er gesund wird? Natürlich besteht die Möglichkeit, dass er gesund wird. Ich kann Ihnen nur keine Garantie geben. Das ist nicht möglich. Aber es ist natürlich, hat er natürlich eine Chance, natürlich gesund zu werden. Ist das soweit für Sie verständlich geworden? Ich weiß, Sie werden natürlich sich unwohl fühlen und ich möchte Sie auch ein bisschen darauf vorbereiten, wie es jetzt, wenn Sie jetzt zu Ihrem Sohn gehen, wird natürlich nicht so ausschauen, wie als er heute Morgen das Haus verlassen hat. Also er hat natürlich diese Verletzungen, er hat Verbände und er hat ein paar Kabel und Schläuche an seinem Körper, die einfach zur Überwachung dienen, damit Sie da nicht so sehr erschrocken sind, wenn Sie ihn jetzt sehen. Ich würde sagen, ich glaube, es ist am besten, wenn wir jetzt einfach zu Ihrem Sohn gehen. Sie schauen sich erstmal an. Bleiben erstmal eine Weile bei ihm und wenn dann irgendwelche Fragen sind oder Ihnen noch irgendwas unklar ist, können Sie sich gerne an uns wenden. Okay. Ist das okay für Sie? Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier so. Wie ist es Ihnen als Arzt gegangen? Also, ich finde es schwer, sich nicht hinreißen zu lassen, auf das Tempo der Eltern einzusteigen. Auch dieses langsame Reden und Pausen machen, die erscheinen einem selber immer unendlich lang, ist wahrscheinlich nicht so. Aber ich glaube, im Endeffekt merkt man dann auch, dass eine gewisse Ruhe reinkommt und dass die Eltern einem mehr zuhören und dass man dann im Endeffekt besser an sein Ziel kommt, eben die Eltern zu informieren, das Gespräch als erstes Gespräch, wie es gedacht ist, dann schnell zu beenden. Wie ist es den Eltern ergangen? Ja, es ist eine schreckliche Information, die man kriegt. Und durch diese Pausen ist es wirklich so, dass man da aus dem Tief ein bisschen hochkrabbelt und wieder mitkriegt, was der Arzt einem sagt. Und also ich habe mich jetzt vom Arzt gut aufgenommen gefühlt. Also die Situation ist schrecklich, aber es war mitfühlend und es war bei den Eltern. Kann ich nur bestätigen. Ich fand auch, das war so, die Atmosphäre war dem Thema angemessen oder es war halt einfach der Materie gemäß ruhig, traurig, belastend natürlich, aber adäquat, man hat sich da irgendwie zurechtfinden können. Und man hat Informationen gekriegt, das ist wichtig. Sie sind rübergekommen. Man hat sie nicht nur angeboten bekommen, sondern sie sind auch angekommen. Ja, genau das. Gut, schauen wir uns noch mal an, was auf dem Gang genau passiert ist. Können Sie mal einfach sagen, versorgt? Um was es geht? Also, es ist halt auch gerade von der Zeit her schlecht. Es wäre besser, wenn wir vielleicht... Ach ja, das wäre interessant, dass es für Sie schlecht ist. Für uns ist es vielleicht auch gerade schlecht. Ja, aber unser Sohn ist hier. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ja, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die hier sind. Verstehe schon, dass es jetzt... Also hier kochen die Emotionen ganz schön hoch. Ja, beide Eltern werden laut... Berechtigterweise. Ja, der Arzt wird auch laut an der Stelle. Wird auch laut. Das ist für alle nicht mehr auszuhalten. Und er hat uns hinterher gesagt, dass er außer sich war. Mhm. Und kurz davor war, rauszugehen oder die Eltern rauszuschmeißen. Ja.
Jetzt sind Sie ins Zimmer gegangen. Der Arzt setzt sich auch erst mal hin, bevor er anfängt zu sprechen. Also er springt nicht auf das Tempo der Eltern mit auf. Und dann kommt eine schöne Szene, die schauen wir uns jetzt mal an. Ist er von einem Wagen angefahren worden und dann so schnell wie möglich zu uns ins Krankenhaus gebracht. Was ist denn passiert? Worden? Ich meine, er ist angefahren worden von einem Wagen. Genau, ich würde jetzt sagen, ich erkläre Ihnen erstmal, wie der Zustand im Moment ist. Und dann können Sie gerne noch Fragen stellen und dann würde ich sagen, gehen wir am besten zu Ihrem Sohn hin. Ja, also, aber er lebt. Ich finde es sehr schön, die Eltern reden beide gleichzeitig und dann sagt er nochmal die Gesprächsstruktur an. Mhm. Ich sage Ihnen, was passiert ist, dann noch was und dann können Sie im Kind gehen. Genau. Also er strukturiert das Gespräch und nicht die Eltern. Und genauso soll es sein. Ja. Er soll der Chef im Haus sein. Gut. Jetzt war es ja immer der gleiche Arzt. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied? Was hat er anders gemacht? Mhm. Und er hat eine andere Wortwahl verwendet. Er hat eine andere Gestik verwendet. Er hatte ein ganz anderes Tempo. Und vor allem hat er immer wieder Pausen gemacht. Mhm. Ich glaube, das sind die wesentlichen Punkte, um zu einem guten Gespräch zu kommen. Wir können nur eben die Voraussetzung schaffen, dass die Heilung beginnt. Ich kann ja aber nicht sagen, wie lange die Heilung dauern wird. Ob es da Verzögerungen gibt. Prinzipiell ist das alles möglich. Ich weiß, dass es für Sie jetzt natürlich eine schreckliche Situation ist, was ich Ihnen jetzt hier alles erzähle. Was sollen wir jetzt machen oder was können wir tun oder was? Erstmal würde ich gerne wissen, ob Sie soweit verstanden haben, was jetzt mit Ihrem Sohn passiert ist. Dass er sterben kann, dass er eine Kopfverletzung hat. Was ist mit der? Es ist natürlich ein ernster Zustand, ein lebensbedrohlicher Zustand. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, dass er sterben wird. Okay, wann wissen Sie was oder was passiert jetzt weiter? Das wird jetzt so verlaufen, dass wir von Tag zu Tag entscheiden, welche Schritte unternommen werden müssen, damit sich eben seine Lage verbessert. Sie werden natürlich über alles in Kenntnis gesetzt. Und wie lange dauert das? Oder? Darüber kann ich Ihnen leider keine Aussage machen. Also der Anfang ist gemacht. Wie das weiter verlaufen wird, das wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Wenn ja, aber Sie tun was. Halten, damit seine ganzen Organe und das Gehirn gut versorgt werden können und damit halt dann langsam der Heilungsprozess starten kann. Aber bleiben da Schäden oder was wird da passieren dann? Ich kann Ihnen keine Prognose machen, wie das weiter verlaufen wird. Ich kann Ihnen nur sagen, dass im Moment sein Zustand stabil ist. Aber er wird wieder gesund. Wir können nur die Voraussetzung schaffen, dass die Heilung beginnt. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wie lange die Heilung dauern wird. Ob es da Verzögerungen gibt. Jetzt ist er in der heißen Phase des Gespräches. Die Stressfrage, die ja völlig berechtigt ist, dass die Eltern wissen wollen, was mit ihrem Kind passiert. Mhm. Aber es wäre schön, wenn er sich nicht auf eine Prognose einlässt. Das tut er hier auch nicht. Also er sagt, er kann keine genaue Prognose geben. Eltern sind aber hartnäckig und fragen nochmal nach und dann kommt er ins Stocken. Ja, er fängt Stottern an, aber er hält seinen Standpunkt bei und sagt zu Recht, er kann keine Prognose geben. Genau. Also bleibt bei seinem Standpunkt und lässt sich auf nichts ein. Ja, gut gemacht. Das finde ich gut. Gut gemacht. Finde ich auch. So, jetzt haben wir zwei ganz unterschiedliche Szenen gesehen. Ja. Eine gelungene im Zimmer und die Gangszene. Ja. Von der Zeit her war es eigentlich kein großer Unterschied. Ja, erstaunlicherweise. Die im Zimmer dauert 5 Minuten und die auf dem Gang dauert 4 Minuten. Und das Ziel des Arztes war ja, Zeit zu sparen auf dem Gang. Also er hat 1 Minute gespart, aber mit einem Ergebnis, dass alle unzufrieden sind. Also sowohl er als auch die Eltern. Ja, und hinterher brauchten er und andere viel mehr Zeit, um das wieder in die Gänge zu bringen. Mhm. Genau, also es kostet eigentlich mehr Zeit, sich auf dem Gang mit den Eltern zu unterhalten, weil das wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Und jetzt diese Szene im Zimmer, in Ruhe, bringt Ruhe rein und es ist der Beginn einer guten Beziehung, auf der man dann weitermachen kann. Ja.